Ich bin gespannt, ob wir wissen, um was es hier jetzt geht bei einem Beitrag. Keine Kleiderordnung, kein Profi-Equipment, einzelne Schläger genügen. Vielleicht könnt ihr schon drauf. Keine Platzreife, keine horrende Platzgebühren, keine fixe Golfplätze. Das wissen sie natürlich. Aber eben dafür jede Menge Spass. Bier war auch im Spiel. Zeit braucht es, ehrgeiz. Die Sportart heisst Cross-Golfing. Und auch beim Krempelsbuchs, da hat sich das an diesem Samstag abgespielt. Die Veranstalter von den Rough Riders, von dem Club, den ihr hier nachlesen könnt, auf diesen Plätzen hier. 18 Löcher, 6 Plätze beim BCP, 6 Plätze beim NTB, dann 3 Plätze beim Hanfland und noch 3 andere an vereinzelten Orten. Und ich bin denen nachgegangen. Zuerst aber habe ich mit dem Eugen Graf von der Veranstalter geredet. Eugen Graf aus dem Thurgau, geboren in Namibia, habe ich gehört. Also, um was geht es denn eigentlich? Wir machen hier ein Turnier in unserem Club, die Rough Riders Books. Und wir versuchen den Leuten das Golfspielen näher zu bringen. Golf muss nicht teuer, muss nicht elitär sein, es muss Spass machen. Und das ist unser Ziel. Ein paar Schläger aus dem Brockenhaus. Wir spielen mit speziellen Bällen, da kann nichts kaputt gehen. Und so probieren wir den Leuten Spass am Golfspielen beizubringen. Auf ein Wort zum anderen. Ja, die Ziele sind völlig frei, kann Abfallkübel sein. Sucht jetzt sein Loch und dort muss er einputzen? Ja, sie sind schon festgelegt, aber es sind verschiedenste Ziele, die wir haben. Da gibt es einen kleinen Bagger oder wir haben eine Waschmaschine, eine alte, die man reinspielen muss. Ah, das ist dann vorgegeben? Ja, das ist vorgegeben, ja. Auf jeden Fall. Ja. Du hast ein bisschen Männerclub, he? Warum das? Ja, wir haben noch nicht so viele Frauen, aber es werden langsam immer mehr. Rough Riders heisst, das sind also quasi die rauchen Golfer? Ja, das Rough ist eigentlich das auf dem Golfplatz auf der Seite, wo das Gras höher ist. Wo alle fluchen, gell, wenn sie die richtig spielen. Gell? Und weil wir Cross-Golf spielen, nicht überall, wo es sauber gemeint ist, sind wir halt Rough Riders, weil wir meistens aus dem Rough spielen. Was sagen die Leute, wenn ihr hierher könnt und sagen, dürfen wir das spielen? Weißt du, so im NTB, BCP und so? Ja, und so? Bewilligungen holen wir immer vorwärts. Also die musst du holen und das ist auch klar. Wir spielen nur dort, wo wir dürfen. Ja. Jetzt haben wir morgen um 9 Uhr. Wie lange geht's? Schwierig zu sagen. Wir schätzen einmal, dass wir etwa um 3 Uhr fertig sind. Da ist jetzt aber ein neuer Kurs, den wir gemacht haben. Darum ist es relativ schwierig zu abschätzen, bis wann dass wir wieder zurück sind. Aber ich denke, 4-5 Stunden ist alles durch. Da musst du bei eurem Verein sein, gell, um hier mitmachen. Nein, überhaupt nicht. Da ist jeder willkommen. Also könnt ihr jetzt die Kamera herlegen und selber auch ein bisschen probieren? Sofort. Wir haben Schläger da, kannst du gleich anfangen. Oh. Also weißt du, wenn man jetzt so Golf sieht und so 100 bis 300 Meter Schläge, was ist denn bei euch so gefordert? Ja, bei uns gibt es manchmal Trickshots, die sind ein paar Meter. Da musst du ein kleines Ziel treffen. Und dann haben wir aber auch lange Abschläge, die dann mal bis zu 200 Meter gehen können. Ah, das auch? Ja, das haben wir auch, weil es soll ja manchmal auch eine Herausforderung sein. Und dann bis zu 100 Meter BCP, NTB nicht gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Aber mit den Almos-Bällen, die wir spielen, die sind leichter, ein bisschen weicher als ein normaler Golfball. Und die sind eigentlich glasbruchsicher. Bis jetzt ist noch nie eine Scheibe kaputt gegangen. Auch kein Köpfe? Auch kein Köpfe, nein. Es tut vielleicht ein bisschen weh, aber ein Schläger tut mehr weh. Und darum ist unsere erste Regel, die wir haben, ist immer Safety First. Schauen, dass niemand im Weg steht. Und dann Spass haben. Gibt es das im Werderberg nur in der Schweiz? Oder das gibt es überall. Die Schweiz hat jetzt ungefähr 6 oder 7 Cross-Golf-Clubs. Ostschweiz sind jetzt wir, dann gibt es Frauenfeld, das sind Royals, dann Winterthur hat schon 2 Clubs. Und so wächst die ganze Familie eigentlich von Jahr zu Jahr. Also sind wir gespannt, hä? Ja, ich auch. Ich hoffe, das Wetter hebt und ich glaube, es wird ein super Tag. Hey, du bist eine Exotin. Okay. Wie fühlt man sich als Frau in dem Männerclub? Tipptopp. Echt gut. Was ist dein Bodyguard da oben? Nein, der dort. Oh, also das ist schon klar zugeordnet. Also da sind Partner zugeordnet. Ja, nein. Hast du schon mehr gespielt? Ja, letztes Jahr. Und getroffen? Ja. Gut gegangen? Ja. Also das heisst ein voller Erfolg? Auf jeden Fall. Ich bin zweite von 2 Frauen geworden. Nicht schlecht, oder? Du hast deine Freundin hierher gebracht, gell? Ich ja. Wie bist du zu dem Sport gekommen? Der Chef von dem ganzen Club ist der Ex-Freund von meiner Schwester. Oh, also mit Bezeichnungen kommt man dazu, ja, gell? Ja, natürlich. Aber es ist auch eine verrückte Sache, nicht? Ja, ist lustig. Wenn du so am BC Bundes 200 Meter kannst klocken und nie weißt, ob du den Kopf triffst, ist nicht gefährlich. Ja, du musst halt zuerst schauen, was du hinschiessest.
Ja, wir fragen, ist das jetzt so zum Üben oder zum Saufen? Und hat euren Hitz gefragt. Hey Hitz, was hat denn das mit Golf zu tun? Was hat mit Golf zu tun? Ja, da, das Ding mit den Gläsern und dem Zeug da. Ja, ich glaube, da gibt es am Schluss einen Absacker, wenn man richtig trifft. Also tun ihr auch zuerst ein bisschen aufheizen? Einlaufen, Runden säckeln. Und, und etwa ein Bierchen, das für die Zielgenauigkeit. Ja. Wie bist du zu dem gekommen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Wir haben alle ein bisschen gereizt zum Golfspielen. Aber mal zu Amerika vor 25 Jahren und dann da bin ich nur in Kontakt mit dem. Und jetzt habe ich da über Kollegen von den Rough Riders erfahren. Vor etwa 6 Wochen habe ich angefangen und ja, hat mich völlig gepackt. Hure der Plausch. Super Typen, lustiger Sport, geniale Sache. Prost. Von München angereist, warum das? Von München alleine, um Bayern hier zu vertreten. Oje, oje. Also. Genau, mal sehen. Das wird war ja noch nie, aber es ist eine schöne Gegend. Ja. Bayerischer Landesmeister, ne? Demnach wirst du es hier. Wahrscheinlich wird meine 40 Grad oder so. Ja, Bayern-Fan bin ich jetzt nicht. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu warm. Du, das Equipment ist das teuer, ist das anzuschaffen. Das hier? Ja? Das kann man eBay oder Flohmarkt für 3-4 Euro kriegt man gebrauchten Schläger. Das reicht völlig aus. Was will ich mit irgendeinem neuen Hightech-Schläger, der dann sowieso kaputt geht, weil man immer auf Asphalt spielt? Kannst du dir vorstellen, München? Können wir das spielen in München? Da kann man auch spielen, aber wir sind zu wenige, um ein Turnier auszurichten. Das ist in der Stadt drin? Könnt ihr spielen? Ja, in Parks hauptsächlich, ja. Ah ja, freilich bin ich ja für große Parks, ne? Ja, da gibt es schon schöne Ecken. Und die Leute sind da auch meistens recht tolerant, was das angeht. Nicht alle, aber das ist ja normal. Ungefährlich oder gefährlich? Nee, ungefährlich. So ein Ball im Kopf oder so? Ja. Du kannst ja mal einen... abbekommen, die sind ganz leicht. Achso, okay. Ja, gut. Schau mal hier. Jetzt holt er voll noch einen Ball und haut mir einen in den Kopf her. Ich warte jetzt da mal geduldig, bin gespannt, dass er auf mich zukommt. Unglaublich, er kommt mit dem Ball. Also, ihr merkt es jetzt. Jetzt haust du mir den Ball in den Kopf mal, oder was? Hat Schaumstoff. Ja, hau mal einen in den Kopf. Ich werde. Wie geht das? Ja, ja. Ja, und mir? Ach so, dir selber, okay. Naja, super. Die sind wirklich. Ja. Und? Ganz leicht. Ja, super. Also, wenn man jetzt volle Kanne gegen hier eine Glasscheibe schießen würde, würde nichts passieren. Aha, okay. Dafür sind die gebaut worden. Und deswegen können wir da auch immer schön in der Stadt spielen. Hey, die zweite Frau ist gerade im Dorf in den Deal ab. Ja, jetzt bringst du mich raus. Ja, aber was machst du denn da? Welf kaufen. Aha. Drogengeld einkassieren. Ach so. Also, schau jetzt. Ja, und hier gibt es Poli und so. Also, was kostet es auch? Wieder richtig. Ich habe schon gezahlt. Ja, gut, also. Sie zahlen Gebühr, Stadtgebühr. Aha. Ja. Da könnt ihr es auch mitmachen. Ja. Also, wie viel zahlst du? Das ist von ganz zu Fall, wenn du im Club bist, 1GX. Ja. Zahlst du etwas weniger und die anderen zahlen 5 Stutz mehr. Und 3 Frauen sind denn? Ja, heute nicht, aber sonst schon. Du hast es mal gewonnen, gell? Nein. Hast du gewonnen? Ja, gewonnen. Wow. Ja. Per Zufall, nein. Das erste Mal dabei gewesen? Ja, fast, ja. Du, wie geht es so, die Frauen unter den vielen Männern? Gut, also ich verstehe mich immer super mit den Männern. Ja, es ist immer eine super Atmosphäre, Stimmung, ist alles okay. Boah, super, ja. Hey. Naja. Ja, kann sein, dass du mal einen. Und du bist das erste Mal dabei, oder schon weh? Ja. Oh! Okay, hast du vergessen, ja. Wir sind der Wasser. Bist du das erste Mal dabei, ja. Oder schon weh? Ja, das erste Mal. Das erste Mal? Sondergräbe. Oh, dank dem Heinz. Ah! Hör mal auf, warte, Hans-Jürg! Wie viel sind denn? Wie viele Schießt du immer noch inzwischen? Wie viel sind schon? Bitte. Ich glaube 54 oder so. 54? Ja. Versuch doch mit Frauen. Auf jeden Fall geht es Konterfunktion her. Unglaublich. Ich bin mit Brenner. Du, hey, gehst du am Golf oder am Zufheizen? Golf? Golf! Also, bist du sicher? Ja. Schmeckt es aber Gott, vergessen. Schau mal, der Kaffee, der hat viel zu viel drin. Ja, aber schmeckt das anders? Nein, schau mal, du siehst ja kaum den Dauer. Du siehst ja kaum den Dauer. Ja, aber mir wirft das Kamera mal fast um. Nein, das ist ein Steli. Hä? Ein Steli. Das Zwetschgen-Teli. Sind das erste Mal dabei? Nein, letztes Mal schon voll gewesen. Das stimmt, tschüss. So, hey, weißt du da? Das ist ein Schlagstock, oder was ist das? Ja. Hä? Was hast du? Schnaps. Ja, was meinst du jetzt? Ja, der Stock ist mit und denkt, dass sich Klauen da draußen, oder? Ja. Gell? Ja, mit dem haben wir schon runtergelassen heute. Das lasse ich nicht los.
Jetzt tust du es durch. Ja, in jedem Fall. Der, der die erste, gell? Hä? Der, der die erste. Was? Der, der wirst die erste. Aha, ja, das glaube ich nicht. Warum nicht? Was? Ja, weiss auch nicht. Hey, zutrauen, mental, das ist wichtig. Schau dir den Metallkampf, so ist es. Der, der jetzt die erste, gell? Ja, natürlich. Aber ich nicht. Nicht. Wenn wir da haben, ja. Also, weißt du, da schreibt man glaub auf, wie viele Schläge, oder? Wie viele Schläge das man hatte. Dann haben wir hier noch einen ultra coolen Kleber, nicht wahr? Oh oh. Dann haben wir hier noch sogar 50er Eucerin Sonnencreme. Ja. Dann haben wir hier, wie sagt man dem? Ja, mich muss ich fragen, keine Ahnung. Wie sagt man dem? Ja, auf jeden Fall Abschlag. Hilfe. Ah, ich meine, du könntest Schnaps einfüllen. Ja, kannst du sicher auch. Sicher auch. Was ist das? Kannst du sicher auch. Auch, gell? Ja, ja, der geht schon. Dann haben wir hier Schlüsselanhänger, Böllen, Pocket-Eschenbecher, ganz wichtig, Kugelschreiber und der Dingsbums hier noch. Ja. Also alles in allem recht hochkompliziert. Jawohl, jawohl. Das ist unglaublich. Ja, dann viel Erfolg. Ja. Danke vielmals, danke. Weißt du etwas vom Parkour? Wo geht es her? Wo geht es her? Es geht, sind 18 Loch, 18 Bahnen. Hanfland, BCP, Wittibach. Bei mir daheim noch eins. Hoi, hoi, hoi. Wir spielen über Häuser rüber, wir spielen zwischen den Bäumen durch. Löcher haben wir, Einkaufswege. Ja, wo spielen wir über Häuser rüber? Über Häuser spielen wir zum Beispiel BCP. Ho, ho. Über Garage rüber. Ja. Dann spielen wir ein NTB. Über einen neuen Durchgang, den wir gemacht haben, dort ja. Der Glasdurchgang. Alles müssen eingehen, gell, natürlich. Ja, ja, alles müssen eingehen, alles Erlaubnis reinholen. Hat alles geklappt. Tipptopp, wunderbar, wir freuen uns drauf. Ja, und Originalgolf, also 18 Loch? Originalgolf, 18 Loch. Wahnsinn. Anspruchsvoll, hat schwierige Löcher, hat einfache Löcher. Wir müssen die Anfänger ein bisschen unterstützen, dass sie auch Freude im Spiel haben. Und die möchten gerne Profis, müssen es auch ein bisschen schwierig haben, darum haben wir ein paar schwierige Löcher drin. Was heisst schwierig? Schwierig heisst, wie gesagt, über Häuser rüber. Aha, meint ihr, wer den Bell gesehen rein? Das wäre natürlich super, ja, aber also die fliegen die Bälle nicht. Die fliegen höchstens 100, 120 Meter. Ach so, ja, okay. Weiter nicht. Ja. Dann viel Erfolg. Ja. Danke vielmals. Auf welchem Platz siehst du? Ja, am liebsten auf dem ersten. Zweimal schon gewesen, jetzt muss ich es nochmal wiederholen. Eben darum, ja? Ja, genau. Verpflichtung, nervös, gell? Ja, immer. Hochnervös. Darum ein Bierchen zum Vorspeis, wollen wir noch ein bisschen Werbung. Genau. Super. Super, danke vielmals. Gleich mit dir wählen. Ah, cool. Du, kostet so ein Equipment da? Ja, das ist ein spezieller Golfschläger aus den 60er Jahren. 200 Franken. Da das Set vielleicht um die 800 Franken. Ja. Alles eBay oder was? Ein Brockenhausen. Gesamtwert von 40 Franken. Du, apropos 60er Jahre, was bist du denn für einen Jahrgang? Ja, ein 88er. Aha. Ja. Also auch Jüngere dabei, Ältere dabei, gell? Alle Semester. Ja. Gell? Das sind ihr eine spezielle Gang. Speziell. Und ihr, ne? Ja, speziell nicht. Aber? Speziell komisch. Woher könnt ihr denn? Ah, Winterthur, könnt ihr hören? Winterthur, Bischofszell. Rickenbach. Was, Winterthur, Bischofszell, Rickenbach? Jawohl. Ah, wie habt ihr das zusammengefunden? Wegen dem T-Shirt, oder? Ja, ja, genau. Ja, wir, wir haben auf der Autobahn aufgelesen. Ja, aufgelesen. Wir waren Fahrer. Geht es ums Golf oder ums Zug? Nein, wir sind, ja, alles. Alles? Alles. Spass steht im Vordergrund und ohne Bier kann man keinen Spass haben. Dann wäre das also der Plan, gell? Genau, das ist der Plan. Übersichtsplan. Und dann haben wir doch da noch viel genauer für die es dann genauer anschauen wollen, den Lochplan. Und dann verteilen wir das verteilen? Das kriegen nur Flight Guides. Ja, aber die Gruppen verteilen. Die Gruppen Gruppe sind schon eingeteilt. Die Gruppen starten vom Loch 7 bis Loch 16. Und dann geht es in den Rundlauf rein. Aha, aha. Okay, hä? Flightplan. Alles drauf. Du, das ist ja organisatorisch eine riesige Leistung, hä? Nein, wenn man es gerne macht, nein. Nee. Spass muss dahinter sein und dann geht es ratzfatz. Ah. München spielt ein, hä? Was hast du? Spezieller Schläger für kurze, hohe Bälle. Aha, okay. Das brauchen wir unbedingt im Crossgolf. Aha. Oi. Ja, üben ist halt wichtig. Von überall her sind sie gekommen, haben gemerkt, es geht freundschaftlich zu und her. Man hat einander irgendwie gekannt oder muss sicher sehr freundlich begrüßt. Hey, woher könnt ihr?
Ja. Ja. Vom Thurgau. Geht auf ein Turnier zum anderen, oder wie geht das? Wie? Geht auf ein Turnier zum anderen. Genau, Nomaden. Du hast da so ein geiles Set. Hey, hey, woher ist das? Ja, das ist vom Didi. Vom, wie heisst der Shop? Keine Ahnung. Aber das ist eine coole Sache, ja. Gell, alles im Griff so. Alles im Griff, ja. Dann weisst du ja mal noch, wie du es zücken musst. Ja, das muss man immer ein bisschen schauen, aber meistens kommt schon das Richtige raus. Du, die Begrüßerei hat ja eine Stunde Männerfreundschaften, gell? Ja, da ist es so da, untereinander, ja. Das ist ein bisschen verschworene Gemeinschaft. Hoi. Hey, bist du der Grillmeister? Oder Golf ist auch? Ich bin nur der Grillmeister heute. Nichts, sonst sonst hätte ich einen hohen Stress, wenn ich jetzt noch golfen müsste zwischendurch. Aber du kannst es natürlich, gell? Entschuldigung? Du kannst es natürlich. Theoretisch, ja. Das kommt darauf an, was man als Können bezeichnet. Aber ich weiss, wie man den Ball in eine Richtung schlägt. Der legendäre Boss. Woher kommst du? South Africa. Von Pfäffika? South Africa. South Africa? Ja. Directly from South Africa to books? Directly from Johannesburg. Oh! In Johorat. Du? Frauenfeld. Aber hey. Gebürtige Buchser natürlich. Gebürtige, ja. Und warum machst du den Sport? Nicht besser. Was willst du sonst am Samstag machen? Es ist gesellig. Ich spiele jetzt lieber, wenn ich keinen Druck habe. Aha. Sobald man Druck hat, hat man so ein bisschen Erfolgszwang. Und dann spiele ich meistens nicht so gut. Und dann Sachen wie Lüpfer über den Haus, über den Garage, über den... Das ist schon interessant, gell? Ja, das Problem sind die hohen Dachhängel, die sie überall montieren. Die sind gar nicht ganz gut. Oh, jetzt hat es gehupen, was heisst das? Jetzt fängt es an, hä? Ja, das ist wahrscheinlich einer der letzten Gäste. Aha. Wenn immer so... Im Moment, glaube ich, 50 Angemeldete und dann kommen immer noch mal so 10, 15, 20, die sich spontan entscheiden. Du hast eine rechte Verpflichtung als Grillmeister, gell? Ja, das wird jetzt heute recht ernst. Also, wir waren gestern gut am Vorbereiten, haben schön Fleisch vorbereitet und geschnitten. Und freuen uns jetzt auch, hoffen, dass es gut ankommt bei den Gästen, wenn wir ordentlich was Zigeuner grillieren. Das hoffen wir auch. Ja, okay. Und dass wir ein bisschen glänzen können. Genau. Das ist schon eine wichtige Vorbereitung, gell? Das ist sehr wichtig, ja. Vor allem wenn es so warm ist wie heute und so mit der Sonne. Wir wollen ja keinen Sonnenbrand haben. Eben. Und den Sport muss man auch ein bisschen ernst nehmen, gell? Trotz allem. Ist so, ja. Ist blau schon ernst, natürlich, gell? Es ist beides, ja. Ja. Also, wir wollen schon vorne mitspielen, aber blau steht im Vordergrund, ja. Nervt man sich denn, weißt du, wenn man so ein paar Zentimeter vom Loch steht und dann noch daneben taucht? Sehr. Gell? Sehr. Sehr sogar. Ich nerv mich immer gewaltig. Ich könnte einmal den Schläger fortwerfen, aber ich muss mich dann einmal konzentrieren, dass ich es nicht mache. Boah, da wären wir genau gleich. Du bist doch nicht in der Kamera, du, gell? Und immer leider spielen, aber ist auch schön. Das heisst, dass die Letzten werden die Ersten ja, sein, genau. Ja? Wir haben da am wenigsten fahren. Du, ich frage mich schon die ganze Zeit, spielst du jetzt mit Hut? Gut oder nicht gut? So nein, spielst du mit Hut? Ah, mit Hut. Spielst du mit? Schon, gell? Ja, ja. Und du, Heinz? Was? Wie siehst du es? Ja, sensationell, ich werde gewinnen. Ja, ich könnte trügen. Neben den eigenen Clubmitgliedern, international Konkurrenz natürlich von den verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von den verschiedenen Clubs. Mit ganz ausgewieften Fortbewegungsmitteln muss ich auf einen Platz zum anderen gehen. Natürlich eine gute Idee, so etwas. Und das ist eben der veranstaltende Club. Da trifft man sich auch eine bunte Gesellschaft, zusammengewürfen Südafrika mit München und ein eben Freundschaft, die hier entstehen und auch heben. Was machst du da? Meinen Ball anschreiben. Hoi, 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 hoi. Weil da, wenn alle mit den gelben Bällen herkommen, weißt du? Ja, genau. Also, kommt darauf an, ob es gut oder schlecht ist. Wie oft übst du es raus? So, wenn nicht, ja, nicht oft. Nicht oft. Nicht oft, ja. Vielleicht, ich weiss auch nicht, alle Monate mal. So. Ah, nicht daheim in der Küche. Dann darf ich nicht, der Frau etwas dagegen. Johannesburg, man. Ah, okay. What are you doing here? My initials, double F. Oh. Schön sind wir alle gekommen, haben den Weg gefunden hierher. Freut uns mega. Ich mache kurz ein paar Infos allgemein. Nachher gibt es ein Marshall Briefing und dann geht es auch gleich los. Wichtig ist immer zuerst Safety First. Ihr kennt es, die es noch nie gespielt haben. Für die ist es einfach wichtig, wenn ihr abschlägt, schauen, dass niemand im Weg ist.
Wir spielen auf Schulen, wir haben Spielplätze, wir haben einen öffentlichen Park. Schauen ein bisschen auf die Leute, falls sie dort sind, dass sie nicht gerade irgendwie mit dem Schläger um einen herumwirbeln. Dann bei den Schulen, es ist so, Alkohol und Zigaretten verzichten wenigstens bei den Schulen drauf, auf dem Weg ist es egal. Wir haben Aschenbecher verteilt, wo sie alles rein tun können. BCP ist noch ein bisschen speziell, dort gibt es noch einen Schulbetrieb bis etwa am Mittag. Aber wir haben sie so geleitet, dass wir ein bisschen Zeit rausholen. Wenn ihr auf der Wiese spielen, auf der Grossen, und ihr schlägt einen Grasbatzen raus, nehmt ihn dann bitte wieder her und dann einmal herstampfen. Nicht, dass wir morgen noch alle Acker umfliegen. Regeln haben wir wirklich nicht viel. Safety first ist das Wichtigste. Wir spielen nach den 1-6G-Regeln. Die, die 1-6G-Mitglieder sind, die kennen es. Nur beim Abschlag aufziehen. Alle anderen dürfen jederzeit aufziehen. Aber alle, die 1-6G-Mitglied sind, nur beim Abschlag mit einer Ausnahme, Schachtdeckel, dürfen alle aufziehen. Es gibt einen fiesen Schachtdeckel, den du dann über ein Mürli spielen musst. Schachtdeckel darf jeder aufziehen. Dann haben wir Out of Bounds. Out of Bounds sind um die Löcher herum, die Hecken. Dort, einfach, wo er ungefähr raus ist, Schlägerlänge neu setzen, gibt einen Strafschlag. Das Gleiche gilt für Lost Balls. Wenn ihr einen Ball nicht mehr findet, ungefähr dort, wo er raus ist, einen neuen setzen und einen Strafschlag spielen. Über den Bach ist machbar. Ist machbar. Es ist sehr ein kurzes Loch, es sind 15 Meter. Also wirklich chippen und über den Bach musst du Kunden bestellen. Dann beim Götz. Einfach den Marschall zuerst rein, wegen dem Hund. Das ist wichtig. Wenn alle durch sind, schauen, dass die Türen zu sind. Ich habe es sehr gut geschrieben. Und Barbara schaut auf den Hund. Wenn du nicht dort bist, sperrt sie den Hund ein und sonst ist er draußen. Du, Rüni, noch eine kleine Frage, gell? Gehst du zum Markei dort? Ich muss mir noch überlegen. Ich bin gerade 11 schreiben, weil letzte Woche hat mich der Hund gebissen. Eben, gell? Macht er seine Siege einmal so, indem er seine Konkurrenten mit dem Hund vorzeitig ausscheidet? Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es das selbst seine Taktik ist. Werner Regiment, der Deutsch und der Kaffee. Und der Herr Brecker. Neu. Super. Mitlaufen. Flight 3, Sandra. Ist der Sandro Tinner, der Lukas Singer und der Michi Gut. Und dann ist abgegangen auf den verschiedenen Plätzen. 15 Löcher waren ja bei der Schulanlage, also Hanfland, BCB, NTB. Und das Unterloch bei Marc Götz, habe ich gedacht, das lohne ich mal. Er verfolgt uns nur die ersten 2-3 Minuten. Nachher fährt er anfürchten, dann geht er jetzt schon anders hin. Also irgendwie geht es so relativ gerade führen, dort müsste ein Fähnchen sein. Und bei diesem Fähnchen hat es einen kleinen. Hat es einen kleinen Pool. Das ist so ein Gummireifen und dort müssen wir reinspielen. Also nicht nur treffen und dann geht er wieder raus, sondern er muss drinnen bleiben. Der Heinz hat im Loch Nummer 7 den Anfang gemacht und da hat er noch ein bisschen geübt. Hast du gesehen? Nur nicht ablenken, Heinz. Heinz, bist du nervös? Brutal, brutal. Ja, schau mal. Gut, also, hä? Nur die guten Schläge haben wir gesagt, Film. Richtig, genau. Soll ich ihn abstellen? Ja, ich würde. Du weißt ja, ich habe ja gesagt, ich gewinne heute. Genau. Ich habe nur noch nicht gesagt, an was. Aha. Erfahrung. Erfahrung, gut. Ich glaube, wir nehmen heute rot. He? Wir probieren es mal mit dem. So. Also wir müssen aufs Fähnchen links. Also ich visiere das Chemie an hinten dran. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. Gell, der erste, den ich daneben sitze, zählt sowieso nicht. Hast du ihn daneben gesetzt? Da, wenn er nicht treffen. Du weißt, Hanser, du lebst gefährlich. Meinst du, wir sind ein weg? Ja. Bei mir weisst du nie. Wir probieren es doch einmal. Vielleicht geht es ja. Die letzten 20 Mal ist gegangen. Vielleicht geht es ja bei der mal genau nicht. Voll aus der Schneuze. Wow, Heinz, der Teppich ist weg! Ja, genau, das ist das Ziel. Aber wo ist es der Ball? Findest du es? Ja, keine Ahnung, ich muss schauen. Achtung, wir stehen im Schussfeld. Ja, ich weiss. Du weißt, es ist gefährlich. Ja, ist gefährlich, ich bin drüber gestolpert. Moment, du musst da noch einen ziehen. So. Und was machst du jetzt? Jetzt hat er gesagt, ich.
ja, wo ja kein Profi bin, ja, sondern irgendein Goalie, weiß ich was. Ja. Ich darf ihn aufziehen. Aha. Schau, jetzt nehme ich den. Jawohl. Und dann stelle ich den hierher. Die anderen dürfen das gar nicht? Nein, nur der Brandy darf nicht. Ah. Selbst ist ein Profi. Hoi, jetzt aber du. Hopp. Probieren wir doch den einmal. Ja, das letzte Mal ist ja super gegangen, oder? Vielleicht geht es mal besser, wer weiß. Noch besser? Ja, könnte ja sein. Gut. Hergoles Heinz, aber jetzt hast du ein bisschen geübt, hä? Ja, Herrgott, sag mal, habe ich jetzt geübt heute. Sensationell. Du laufst. Bist du da sicher, dass es der ja schon da muss sein? Keine Ahnung, jetzt muss ich ihn suchen. Ja. Ich habe ihn gerade aus dem Auge verloren. Eben, gell? Ja, voll. Ich eben auch. Ja, jetzt. Aber ich glaube, er ist ein bisschen weiter. Nein, ich glaube, er ist genau richtig. Genau richtig da? Ja, musst du schauen. Siehst du, präzise. Hast du ihn? Ja, voll. Unglaublich, du. Du, da kommt mir vor wie James Bond, du. Hä? Genau. Ja, voll, der ist dort. Und jetzt darfst du wieder aufziehen. Jetzt darf ich den wieder aufziehen. Machen wir natürlich auch. Ja, ein schwieriger Herrst. Ja, probieren wir noch mal. Oh, der ist nicht so weit. Was denkst du jetzt schon? Ja, nur 6-7 Meter. Das war neu gewesen. Viertel neu. Ja gut, aber die ersten zwei waren wirklich gut gewesen, ja, gell? Nicht schlecht gewesen. Aber es kommt schon wieder besser. Und? Hoi. Zu weit! Der war super gewesen. Echt? Ja, der war sensationell gewesen. Ist weit gegangen, gell Heinz? Ja, der ist wirklich sehr weit gegangen. Sensationell, hä? Das war ganz ein geiler Schlag gewesen. Jetzt finde ich den Sieg nur. Ja, da bist du jetzt halt, hä? Aber über den Weg rüber ist er da, nicht, da, gell? Ist er da, hast du ihn? Ja, schau jetzt eben mal an. Heilend. Voll du. So. Jetzt machen wir Päuschen, bis die anderen da sind. Und was musst du jetzt so machen von hier weg? Dort ist ein grünes Bärchen, ich muss ihn noch treffen. Oh. Eigentlich einen zu viel. Was zeigt ihr? Aha, du kannst das schlecht. Ich tue immer für jeden Schlag ein Kügel ein. Ich meine, das ist eine Bettschnur. Nein, für das nehmen wir die länger. Und warum wartest du jetzt auf die anderen? Dass sie wissen, wo ich bin. Weißt du, ich bin jetzt ihr Ziel. Ah, so, ja. Das ist ja der Beste von dem ganzen Flight, oder? Eben, gell? Ja, mit der meisten Erfahrung. Ja. Hältst du jetzt runterlassen? Du musst ja beraten, gell? Was für Schläger wir nicht haben. Ja, genau, ja. Ja, muss man schon, sie sind Anfänger. Und jetzt tue ich es ein bisschen. Ah, ist schon komisch. Bei mir wäre es besser auf die andere Seite. Einfach immer zum Ball schauen. Und voll rein. Genau. Super. Wow, hey, aber nicht schlecht, hä? Ja, super. Cool. Wie heisst du, Lucky? Lukas. Hey, Lukas Lucky. Nicht studieren, hat sie gesagt. Einfach schlucken. Ja. Jawohl. Kann mal probieren, kein Problem. Zu viel studiert, gell? Ja. Er muss ja nicht gerade aufs Internet. Nicht gerade aufs Internet, hat er gemeint. Oh, ja, ist ja super. Das ist super. Und so. Ja, okay, gell, und manchmal ist es schwierig, um den Ball wieder zu finden, gell? Ja, ab und zu, wenn das Gras ein bisschen hoch ist. Aber darum schauen wir alle, klein, wo der Ball hingeht. Ja, genau. Häppchen, du Müller! Häppchen! Ja! Gibt schon der erste Helfer. Ja, wenn du nüchtern bist, geht's vielleicht. Er hat es geschafft. Das ist unglaublich. Müller! Jawohl! Ah! Ja! Gut! Du, wenn er propos leuchtet, würde ich gleich sagen, gell? Aus einem unmöglichen Winkel hast du gleich getroffen, gell? Ja, aber blinds Huhn findet wohl ein Korn, oder wie heisst das so genau? Hey, Umweltverschmutzung, gell? Genau!
Du jetzt hast aber einen komischen Winkel, um mit der Waschmaschine reinkommen. Ja, weißt du, ich will nicht hier, ich will nur da her. Ah, da her? Ja, ich will nur da her. Du kleine Patte. Oh, ja. Ja, kommt! Aber jetzt, du, im zweiten Schlag, in ja. einer super Stellung zu meinen Treffer. Also jetzt, ja, ich könnte es probieren. Komm jetzt, ich weiß nicht, ob ich soll. Ja, ja. Der Winkel ist entweder gut. Entweder auf sicher oder auf Risiko. Was soll ich? Risiko? Risiko? Ja, echt? Sicher. Oh. Machst du es nicht einfach? Hey. Ein Schlag. Nein! Übers Ziel! Bist du rein? Ja, ja. Gut. Ja. Nicht so schlecht, oder? Yeah! Oh. Cool! Drei Schläge, gell? Stolz ich bin. Gell? Strafschlag rechnen. Ja, den kann ich. Oh, was machst du da unten? Der Ball ist schon verloren. Ja. Einpacken, oder? Machen wir doch ganz beste. Danke. Bang! Gut, getroffen! Bravo! Wie läuft's? Noch mit dem Philipp durch. Noch nicht ganz so zufriedenstellend. Ist aber auch schwierig, gell? Brutal schwierig. Ja, ja. Weißt, wir tauschen sie immer untereinander zum Schreiben. Das ist Elfin. Das Ziel ist der Mülleimer dort. Dieser Mülleimer? Ja, dort, gerade rechts von der Fahne. Du hast zwei Versuche von hier. Wenn du mit zwei Versuchen nicht überkommst, du hast hinterher dran trocken, wenn wir aber den fünften Schlag. Schön. Ui. Ui. Oh, das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Darum sage ich ja, S. Super. S ist super. Eugen, ist schon im Mülleimer drin? Nein, er ist schon nicht drin. Aber ich habe ihn ziemlich nah gespielt. Noch, gell, noch, ja, ist glaube nicht schlecht gewesen. Nein, das ist schwierig. Aber wenn du nur über. Nein! Fang an! Ah! Hure Dreck! Und, wann springst du raus? Oder? Ja, kein Problem. Ab Bäumen, oder? Nicht filmen! Immer! Schieß auf mich! Schieß auf mich! Eben auf die Nase ziehen! Ja! Schieß auf mich! Du wirst aber noch verschrecken, wenn du vorne fliegst. Nein, ich seh schon. Oh! Oh! Und? Getroffen? Ja, getroffen. Umgehen kann. Ja, also wenn bist du ein Weltmeister und das schaffst. Schau jetzt. Schade. Aber wir sind jetzt hervorragend gelaufen, gell? Ja, aber hätte einen Zweier geben. Ja, komm jetzt. Hätte es einen Zweier geben. Schau jetzt. So machen wir es. Oh, ja. Gut, den habe ich verpasst. Das ist der Zweier. Sicher lustig. Ja, aber schwierig das, gell? Ja, man kann nicht treffen, man muss die einfach so ein paar Zentimeter da unten treffen. Ja. Wie vorher. Stopp! Eins, gell, da hinten, im Bädchen, Skierbruch? Ja, genau. Bin spät gekommen. Ja.
Aber jetzt hast du voll verpasst. Ja, aber jetzt ist eine schwierige Situation. Jetzt habe ich nur eine schwierige Situation. Jetzt musst du den von dem Pörtchen weg über das Wägelchen durch. Dort noch einbringen und dann noch zum Päckerli her. Ja. Oh je. Das wäre das Ziel. Aber eben. Was meinst du? Chance? Chance? 1 zu 100. Platzbearbeitung noch machen. Genau. Hat es zwar geheißen, darf man nicht. Oh, ich glaube schon. Du glaubst schon, hä? Ja, ja. Sie haben gesagt, ich darf fast alles. Eben, gell? Die Strümpfe hier hast, speziell zum Golfen, hä? Ja, genau. Präzise. Aber eine gute Position, gell? Ja, wär alles nicht schlecht, aber eben. Noch mal. Heb den Daumen, komm! Ja. Heinz, jetzt machen halt! Ja! Bring ihn heim! Bring ihn heim! Ja. Und wie viele Schläge hast du schon? 9. 9? Dann schaffst du das, hä? Mit 10. Ja, das ist die Idee. Achtung, Melo! Ja, ist gefährlich, da ist gefährlich. Wo musst du es so? Am Seko spielen, oder was? Ja. Rikosregel. Super! Ganz geil! Das ist ja. Genial. Was ist passiert? Hey, wo ist er? Wo ist der Ball? Ja, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ja, da frage ich mich eben auch. Wo ist der Ball? Hey, wo ist der Ball? Copperfield. Du spielst mal sicher einen Zauber nochmal ein. Hey, Zauberball, gell? Zauberball? Unglaublich. So, jetzt genau schauen. Wo geht der Ball her? Ich glaube, der erste ist wahrscheinlich auch komplett nach unten gegangen. Du, ich weiss, wo der Ball ist. Der geht ums Eck rum. Der muss ums Eck rum, ums Eiskampfsfeld. Ja, beim Eck. Ja, beim Eck. Und danach, nachdem ich geschossen habe, ist er sofort aus dem Blickfeld raus, oder? Und wir haben nicht mehr gewusst, wo er da so hin ist. Jetzt ist er unbeschrieben. Respektive, das war der erste Ball und jetzt ist ein schwarzer. Und du hast irgendwo gesagt, der ist perfekt, gell? Das ist deiner. Ja, voll. Ja, ist ja perfekt, hey! Oh, geil! Wahnsinn! Ja, das ist er, hä? Ja, den muss ich nehmen, ja. Nicht so die Kleinigkeit hier ins Einkaufsweg. Nein, ist ja keine Sache mehr, oder? Und du, was machst du? Du bist doch was Katzen, gell? Caddy. Oh, sie tut noch so ein bisschen Caddy, wäre sie bei. Aber sie hat einen riesen Mut, gell, dass sie da mitmacht, nicht? Sie? Ja. Hey, wo bist du denn da? Was zeigt dir noch rum? Was ist hier drauf? Ah, super, hey!
Wow, was für ein Schlag, das gibt mir das Eis, ja. Manchmal ist Glück und Pech halt nachzusehen. Es braucht Strategie, Können und auch Nerven. 10, 15 Meter, locker das Kerl getroffen, ihr seid gefilmt, gell? Ja, locker. Bist du selber überrascht gewesen? Sicher, selbstverständlich. Heiß. 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 Ist es Mittag oder geht es weiter? Nein, es geht jetzt noch weiter. Wie viel Winterloch sind wir jetzt? Bei wie viel? Bei 16 gehen wir jetzt. Und 18 sind es, gell? Genau. Ja. Schwierig, gell? Ja, es geht. Ein kleines bisschen üben für Minigolf. Ja, genau. Hervorragend, was die Veranstalter auch geleistet haben im Gestalten von diesen Bahnen, von diesen Löchern, von diesen Hindernissen. Eben an einem Ort, wo ja ohne... Oh, das ist übrigens wieder ein Treffer. An einem Ort, wo ja einfach da ist. Und dann beim Kremplätzen gerne ein Green gehen. Also so halt ein künstliches Green. Ja, also es ist wirklich sehr eine eindrückliche Veranstaltung gewesen. Wir haben leider nur den halben Tag teilnehmen können. Haben nachher müssen gehen. Aber ich habe mir sagen lassen, es sei ein voller Erfolg gewesen. Und natürlich, ganz sicher, wird es das wieder mal geben. Und nochmal, wenn ihr möchtet, teilnehmen, da könnt ihr jederzeit eben auch teilnehmen. Der Grillmeister und der Verein würden sich sicher freuen.